So Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Video bei GTA 5. Ich zeige euch natürlich jetzt mal, wie ihr diesen Mod installiert. Dieses Mal mit einem kleinen Special-Feature, und zwar, wie ihr immer noch online, also beziehungsweise ihr könnt nicht online spielen, wenn ihr Mods installiert. Das hatte ich bei den anderen vergessen zu sagen. Das ist, also, das ist für euch, denke ich mal, essentiell wichtig zu wissen. Und um das Spiel nicht deinstallieren zu müssen, um wieder online spielen zu können, zeige ich euch nun, wie ihr das machen könnt. Zunächst braucht ihr dann natürlich erstmal OpenIV noch, oder Open4, ich sage mal OpenIV. So, logisch, hier Windows wieder. Dann haben wir hier diese vier Infernus-Dateien. Wieder den Edit-Mode einschalten. So, und was wir jetzt machen, ist erstmal gucken, was für einen Dateipfad wir brauchen. Und so viel, was man hier eingeben muss. So. Update 64 DLC Pack, Update 64 DLC Pack, Patch Day 2 MG. Hä? Patch Day 2 NG. Da passt aber irgendwas nicht. Levels, GTA 5, Vehicles. Ja, okay, jetzt passt's, aber das ist trotzdem ein bisschen komisch. Wir haben 1, 2, 3, 4 Infernus-Dateien. Und wir erstellen uns jetzt hier einen Ordner. Ordner mit Update, bla bla bla. Bla. Umbenennen in das. Öffnen diesen Ordner. Erstellen. Keine Ahnung. Einfach hier so ein. Nein! Nein! Löschen. 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 Neu. Ja, natürlich intelligent. Oh, ich bin so ein Hund, ey. Ein Textdokument zu nehmen und kein Tabellendokument. Natürlich wichtig zu wissen, was für eine Datei das ist, deswegen habe ich die auch so benannt. Achtung, Ironie. Da ich zwei Monitore habe, bitte nicht wundern, dass ihr das gerade nicht gesehen habt. So, jetzt nehmen wir uns diese vier Dateien hier. Ja. Warum geht das nicht? Da habe ich einen Endermund nicht drin. Wow. Dann machen wir es halt so. Haben wir jetzt hier die vier originalen Dateien. Diese können wir jetzt rauslöschen. Und fügen diese vier ein. Jetzt passiert wieder irgendwas, oder? Ne, da hat viermal den Infernus drin, dann. Was können wir hier machen? Rebuild. War das das? Ja, genau. Dann hier irgendwie so rebuilden. Können wir hier auch anklicken. Hatte ich mal bei Let's Play Noob gesehen bei seinem neuesten Video. Wo er erklärt, wie das geht. Ja, mach es mir egal. Und jetzt müsste hier viermal der Infernus drin sein. Genau. Dann sehen wir uns gleich in Game wieder. So Leute, da bin ich wieder, ja, mit dem installierten Mod, dem Ferrari F40. Falls ihr euch fragt, was mit der Grafik los ist, ich weiß es selber nicht. Ja. Wobei, hier geht's eigentlich, ja, also in der Aufnahme zumindest. In echt sieht es noch viel, viel schlimmer aus. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal kurz hier einen Waypunkt.
Richtung Flughafen. Fahren dann dort mal ein bisschen hin. Und derzeit testen wir mal ein bisschen die Straßenfalten von dem Fahrzeug. Also ich finde einfach, dass der Mod einfach übergeil aussieht, ja. Der sieht richtig. Alles klar. Ich finde einfach, der sieht übergeil aus, ja. Und falls ihr fragt, warum ich gerade so scheiße fahre, ich weiß es nicht. Lol. Was ist mit der Map los? Was ist das für eine Kackgrafik, ey? Alles klar, GTA. Spackt mir nie mal rum. So. Ja, spackt auf jeden Fall rum. Man, ihr seht es auch in der Aufnahme. Auch hier allein wie der Motor schon aussieht, so ein Riesenteil. Ultra nice, einfach nur ohne Scheiß. Einfach geilste, was es gibt. Da denkt man passt da durch, ey. Und was auch geil ist, dass es leckt. Ja. Ne, was geil ist, der fucking Tacho geht, ja. Der scheiß fucking Tacho geht, Leute. Das ist so geil. Ja. Ich würde sagen, wir können mal das Ding langsam mal hier fixen. Vehicle. Ja, clean können wir es natürlich auch, aber wäre dann für sich ein bisschen intelligenter, das erstmal zu fixen. Natürlich ist noch das Original-Handling vorhanden. Denn, naja, ich weiß nicht, ob es möglich ist, schon neues Handling in einmal einzufügen. Davon habe ich dann wiederum nicht so die große Ahnung. Aber naja. Es geht auf jeden Fall fit, was hier gemacht wurde mit dem Mod. Da bin ich auch. Seht ihr die Grafik? Die ist ja mal komm. Das sieht aus wie GTA San Andreas Grafik. Was ist da los? What the fuck? Ist ja richtig behindert. Naja. Was halt noch geil wäre, wenn halt extra für solche Mods noch Handling Mods rauskommen, ja? Sprich für den Ferrari F40 Handling Mod. Die halt dann wirklich nur mit dem Ferrari F40 kompatibel sind. Das wäre, finde ich zumindest, richtig nice. So, wir können erstmal kurz in der Runde anhalten. Nochmal fixen. Mach das mal übel gerne, wenn man fährt, dass man dann halt auch vernünftig fährt. Nicht so wie ich halt vorher. Ja. Schadensmodell gefällt mir auch gut, ey. Das sieht richtig fresh aus, aber muss er nicht direkt immer alles kaputt machen. Das ist jetzt nämlich erstmal hier am Start. Okay. Wie man gesehen hat sich ein bisschen die Heckstoßstange gelöst. Wie man unschwer erkennen kann. Ja. Und die Scheinwerfer sind kaputt. Zumindest der rechte. Ja, also wie gesagt, also der Mod ist auch richtig geil. Ich würde sogar fast sagen, dass das der bisher beste Mod ist, den es, also GTA 5K Mod, der draußen ist. Ja. Allein weil schon die Tachoanzeige geht, das ist schon mal ein Fortschritt, also ein geiler Fortschritt, muss man echt sagen. Und allgemein, wie das Ding aussieht, ja. Richtig geil. Das Lenkrad passt richtig schön. Das Einzige, was noch nicht passt, sind so die Beine. Aber er sitzt auch schön im Fahrzeug drinnen und alles, also das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Aber was nicht, warum hebt denn der ab? Der hat wohl nicht so ganz den besten Schwerpunkt, würde ich mal so behaupten. Naja. Ich feiere das Auto trotzdem auf jeden Fall. Das Auto ist mega nice. Auch wenn halt vorne. Doch, stimmt, vorne ist sogar eine Textur vorhanden. Ist der Kofferraum, rein theoretisch. Nein. Das soll aufgehen.
soll aufgehen. Hallo. Mann. Komm schon. Ratatatatata. Ja, gut. Wollen noch nicht so viel rumpopeln jetzt hier mit dem Ding. Auf jeden Fall, das ist ein richtig geiler Mod. Ich kann ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Der wird auch unten in der Beschreibung, wie gesagt, also allgemein die Mods, Open 4 wird immer in der Beschreibung verlinkt sein. Und vielleicht noch die anderen K-Mods, also vielleicht mache ich noch sogar eine Playlist davon. Es kommt drauf an, wie viele Leute das immer so sehen wollen, beziehungsweise, lol. Wie viele Leute K-Mods rausbringen. Weil wenn jetzt pro Tag ein K-Mod kommt, und dann ist vielleicht alle 3 Tage ein Mod dabei, der einem selber gefällt. Ja. Ich persönlich warte immer noch auf einen Nissan GT-R, Alter. Wenn der rauskommt, dann kommt erstmal ein stundenlanges Video. Ist halt denn der Scheiße, dann wird gar kein Video kommen. Naja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video an dieser Stelle gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Empfehlt oder beziehungsweise schreibt in die Kommentare, welchen K-Mod ihr noch sehen wollt, welches Auto. Und ich sag dann an der Stelle, haut rein, Leute, ciao.